Moinere Leute, ja, ich bin sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Und Thema dieses Videos wird sein, wir stellen uns die Frage, was sich lohnt aus dem derzeitigen Margin Vegeta Redcoin Shop. Solltet ihr euch davon eine Unit holen oder nicht? Das Thema gehen wir einmal durch. Zuerst würde ich einmal sagen, ihr solltet euch grundsätzlich eher neue Charaktere holen als Dupes. Vorausgesetzt, ihr seid natürlich Free-to-Play-Spieler und Co. Andernfalls, wenn ihr Whale seid, jede Menge Coins habt, 2000 Coins plus, dann könnt ihr auch mal hier und da einen Dupe holen oder ihr habt einfach Bock auf eine spezielle Unit, dann könnt ihr das auch tun. Ich habe hier ein gewisses Bewertungsverfahren, also zum ersten gebe ich euch für die jeweiligen Unit Scores an, damit habt ihr so einen kleinen Überblick, wie gut ist die Unit momentan. Hier und da gibt es zu jedem Video kleine Abänderungen. Des Weiteren, ab einem 4,0er Score ist eine Unit für mich eine Kaufempfehlung, kann man sich holen. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, das müsst ihr euch holen. Ich sag's euch aber trotzdem, wenn ich der absoluten Meinung bin, dass ihr euch den holen solltet. Also komisch, aber ja, ihr werdet sehen, es gibt nämlich eine Unit, wo ich sage, holt sie euch, wenn ihr sie momentan nicht habt. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an bei Tekugeta. Das ist die erste Unit, die in diesem Banner gefeatured ist. Und hier seht ihr schon meine Bewertungsstruktur. Ich habe Damage, Defense und Utility. Utility werde ich zweimal werten. Zu Utility gehört sowas zu wie Leader Skill, Partner. Wie sieht es aus mit brauchbaren Fähigkeiten in der Passive? Vor allem legen wir einen Fokus drauf auf das Red Zone Event, aber nicht einen totalen Fokus. Es gibt Leute, die denken sich Tunnelblick, full of Red Zone Event. Ihr habt Red Zone in 1-2 Tagen erledigt und das war's dann. Aber trotzdem werden wir natürlich Red Zone mit einfließen lassen, damit ich euch ein bisschen vorbereite auf die jeweiligen Events. Damage einfach und Defense wird auch einfach gezählt. Ihr wisst ja schon, ich gebe 4 von 5 Punkten, wenn der Durchschnittsschaden unter 12 Millionen ist. So in dem Dreh rum. Defense technisch gebe ich 5 von 5, wenn er eine Slot 1 Unit ist und wenn er auch eine hohe Defense hat, also auch restlich gut tanken kann. Und Utility habe ich ja schon erwähnt, was ich hierzu zähle. Also ihr seht, Tekugeta hat Damage für mich 4 von 5. Mit dem 200% Lead vom Anniversary ist er auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unit. Den Damage hat es auf jeden Fall nochmal gesteigert dadurch. Aber er kommt noch nicht ganz auf diese 12 Millionen Durchschnittsschaden. Ist es so ein bisschen unterschiedlich. Mit der Transformation schafft er es. Aber er hat 4 Runden, wo er nicht transformiert ist. Und die müssen wir natürlich mit dazu zählen. Sonst könntet ihr ihm auch eine 4,5 von 5 geben. Defense technisch, erstens von 1 Unit 30% Damage Reduction. Nach der Super Attack hat er sogar 200k plus Defense. Davor ist es so 160k. Rainbow natürlich. Also Defense technisch ist er sehr, sehr gut. Ich würde ihm hier eine 5 von 5 geben. Könnt mir gerne reinschreiben, wenn ihr da unterschiedlicher Meinung seid. Aber für mich ist eine 5 von 5 bei dieser Unit absolut fein. Außer dem Red Zone Event in vielleicht den letzten 1-2 Stufen tankt er wirklich alles wie eine 1 weg. Utility technisch, hier haben wir ganz klar 5 von 5. Warum? Klar, sein Niederskill ist nicht der beste, wobei ich sagen muss, Time Limit hat einen Buff bekommen durch gerade die 70 Anniversary LRs. Deswegen ist er da Utility Leader Skill technisch ein bisschen hochgegangen. Klar, kein 200% Lead, aber 170 ist auch okay. Schon wieder gefühlt outdated. Komische Ironie, aber ja, gut. Soweit, so gut. Wir haben dann Partner. Partner hat eine Top-Tier-Partner. Es sind so gute Partner auch gekommen, wie zum Beispiel Super Saiyan 2 zu Super Saiyan 3 Goku. Damit teilt er sich vor allem auch Saiyan Lineage. Die Unit ist insane als Partner. Ihr könnt Tech Goku und Vegeta dort einspielen, dann passt es. Da gibt es einfach so viele Optionen. Dann haben wir ebenfalls, wenn wir zu Value und Gimmick kommen, er hat gute Kategorien. Vor allem hat er den 200% Lead von beiden der 70 Anniversary LRs. Ich finde seine Transformation Condition absolut nicht schlecht. Wir haben eine SA-Voraussicht, wir haben einen Orb-Change, einen Rainbow-Orb-Change. Also hier, die Unit hat Utility-technisch ganz klar eine 5 von 5 verdient und ist auch mit Abstand in dieser Liste auf 5 von 5 eigentlich so gesehen. Dann haben wir einen Score von 4,75, fast perfekt. Ich würde sagen, das ist eine absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr diese Unit noch nicht habt, dann schnappt zu mit euren Red Coins. Wann sie das nächste Mal zurückkommt, weiß man nicht ganz. Das kann sich ein bisschen hinziehen. Bis Tanabata dann wieder, müssen wir einfach abwarten, müssen wir schauen. Ich kann sie euch jetzt empfehlen. Wenn ihr keinen Tekugeta habt, dann holt ihn euch mit den Red Coins. Ob ihr euch den Dupe holt oder nicht für das Red Zone Event selber, müsst ihr euch überlegen. Denkt dran, tut es aber wirklich nur, wenn ihr entweder alle Units gefühlt habt oder ihr habt, keine Ahnung, 2k plus Red Coins. Wenn das der Fall ist, holt euch einen Dupe. Gut, kommen wir dann zum nächsten und zwar in Broly. In Broly hatten wir schon im letzten Video behandelt. Hier habe ich insgesamt Utility-technisch einen halben Punkt abgezogen. Er hat bisher noch kein 200% Team bekommen. Im Red Zone Event ist seine wirkliche Stärke, also gerade in längeren Events eher gesagt. Nur hier finde ich auch ein bisschen kritisch, dass nicht jeder ein Pure Saiyan oder Hybrid Saiyan ist. Das heißt, er verzichtet hier ein bisschen auf seine zusätzliche Damage Reduction. Und
Wir haben den Fall, dass er trotzdem easy gewone-hitted werden kann. Gerade Turn 1, 2, 3, da hat er noch nicht die brachiale Defense, die er vielleicht Turn 7, 8, 9 oder so hat. Auch sein Leader-Skill hat keinen Increase und Buff bekommen, also keine der Top-Tier-Units sind in seinen Leader-Skill hinzugekommen. Deswegen für mich 4 von 5 ist aber okay, Utility-technisch. Er ist eine gute Unit, er hat aber trotzdem noch das Problem, dass quasi LSTR Broly existiert. Und alles außer Red Zone Event, da werdet ihr lieber den LSTR Broly spielen. Ist es einfach so, weil LSTR Broly ist King. Der Score ist eine 4, muss man sich nicht unbedingt holen. Aber wenn man ihn sich holt, dann ist es ja, würde ich sagen, keine allzu schlechte Entscheidung. Es ist vertretbar in dem Fall. Gut, das war's zu Legendary Super Saiyan Broly. Argel Bardock, hier sage ich ganz klar, nicht kaufen. Damage 3 von 5, sein Damage ist nicht gut, sein Durchschnittsschaden liegt ungefähr bei 4, 5 Millionen, aber er hat natürlich noch eine Nische und das ist gegen Wicked Bloodline. Hier tut er so ein bisschen Schein, man könnte vielleicht da sagen, auch Damage geht ein bisschen hoch auf 3,5 bis maximal 4, aber momentan haben wir einfach kein schwieriges Event, wo man sagen müsste, da werde ich ihn auf jeden Fall spielen, außer eventuell in dem einen oder anderen Super Battle Road, wo man gegen Wicked Bloodline fightet. Defense-technisch auch hier 3 von 5. Er muss einfach gefüttert werden mit Low-Class Warriors. Und dann kann er sich auch stacken für lange Events. Seine Turn-1-Defense ist nicht die beste, ohne Frage. Ist aber okay. Auch hier Nische gegen Wicked Bloodlines. Deswegen auch 3 von 5. Utility-technisch haben wir auch 3 von 5. Selbes Prinzip. Ich weiß nicht, wo man ihn wirklich spielen soll. Was hat er für coole Gimmicks? Nichts Besonderes, was dem Team provided. Top dazustehen. Er hat noch keinen 200% Leader. 3 von 5 ist hier gut angebracht. So viel zu Bardock. Sein Overall-Score ist 3. Keine Kaufempfehlung. Gibt es zu Bardock eigentlich viel zu sagen? Er ist halt so eine Unit. Viele mögen ihn immer noch sehr. Kann ich auch verstehen. Gerade gegen Wicked Bloodline, wie schon erwähnt. Andernfalls ist er halt, ja, er ist okay, ganz nett. Ganz nett, würde ich sagen, so in dem Bereich. Mehr gibt es eigentlich zu Bardock gar nicht zu sagen, worauf ich genauer darauf eingehen sollte. Ich wünschte mir, dass er ja bald sein Easy auch bekommt. Er ist eine 2 Jahre alte Unit. Was erwartet man? Was erwartet man? Gut, kommen wir dann zu der nächsten Unit und das ist das Physisch Transforming Vegeta. Und auch hier habe ich nicht viel anders gemacht als beim Bardock. Man muss natürlich hier sehen, dass er sein 200% Lead bekommen hat. Das macht auf jeden Fall ein bisschen was aus. Aber er war davor schon ein bisschen schwächer als Bardock. Deswegen wollte ich ihm hier nicht mehr geben. Gerade im Damage, da liegt er nicht bei den 7 Millionen Durchschnittsschaden. Denn erst ab 7 Millionen gebe ich 4 von 5. Defense-technisch, er ist keine Slot-1-Unit, er hat keine 400k Defense-Plus. Auch hier habe ich ein bisschen meine Anforderungen hochgesteckt. Ich möchte, wenn ich 4 von 5 Punkte gebe, dass sie auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Defense haben. Utility-technisch, er hat ein Pure Saiyan-Lead, aber nur ein 150% Lead. Des Weiteren braucht man ihn nicht unbedingt. Er hat kein besonderes Gimmick an sich, deswegen ja. Ich bin hier mit einer 3 von 5 fein, auch bei Utility. Insgesamt ist ein 3er-Score, keine Kaufempfehlung. Der war schon so oft in den Bannern, also skippt den. Holt den euch safe nicht. Gut, soweit zu Physisch Vegeta, dann kommen wir zu AGL Vegeta Blue und hier hat sich einiges gemacht, weil diese Unit wurde ziemlich, ziemlich insane, aber viele Leute haben die Unit schon, also ist es jetzt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, meiner Meinung nach, auch wenn sie sehr, sehr gut ist. Ganz wichtig, ich bewerte diese ganzen Units auch auf Rainbow, damit ihr das nochmal so im Hinterkopf habt. Damage-technisch haben wir eine 5 von 5. Ganz knapp würde ich sagen, denn nur mit 40% Support und dem 200% Lead kommt er auf die 12 Millionen Durchschnittsschaden. Ich finde auch, klar, man hätte noch ein bisschen mehr machen können, ohne Frage. Trotzdem hat das für mich ganz knapp geschafft, auch die 5 von 5. Ist okay, man hätte auch hier 4 von 5 geben können, wenn ihr wollt. Wenn er sich transformiert, ab Runde 4 mit der 40% Chance, dann kann sein Damage hochgehen. Wenn er sich voll aufgebaut hat, transformiert, dann liegt er bei 17 Millionen Durchschnittsschaden. Dann ist er insane. Das war auch noch ein Faktor, warum ich hier 5 von 5 gegeben habe, gerade in Bezug auf Red Zone Event. Ich will es nicht komplett full fokussiert machen, aber anstatt ich ihm 4,5 gebe, gebe ich ihm halt dann 5. Verständlich. Defense-technisch liegen wir hier bei 400-500k Defense nach der Super-Attack, also nach zwei Erscheinungen schon aufgebaut. Wenn er gerade Turn 1 ist oder vor der Super-Attack, da hat er nicht ganz so hohe Defense, 200-300k. Das ist für mich keine Slot-1-Unit, deswegen für mich hier nur 4 von 5. Ich denke, das kann man gut verstehen. Utility habe ich ihm 4,5 von 5 gegeben. Warum? Klar, sein Leader-Skill ist einmal Pure Saiyan, 170%, kein 200% Leader, ist schon mal ein Faktor. Trotzdem würde ich sagen, Pure Saiyan, 170% ist ziemlich gut, würde hier 4,5 geben in etwa für den Lead. Partner hat er, sehr solide Partner, gerade mit Int Evo. Aber das Hauptkriterium ist, dass sein Value und Gimmick sehr, sehr, sehr flach ist. Denn er hat quasi nichts Besonderes in seiner Passive. Es ist einfach absolut flat. Man hat Defense, man hat Attack und das war's. Deswegen für mich Utility 4,5 von 5, nicht 5. Er kommt nicht an Teko geht daran, was Utility angeht. Trotzdem finde ich das fein von dem Rating her. Vielleicht 4, aber ich wollte ihn nicht auf eine Stufe stellen wie in Broly. Gut, der Endscore ist 4,5 von 5.
Auch hier, diese Unit kann man sich auf jeden Fall holen, gerade als neuer Spieler. Aber denkt dran, die kostet 400 Coins, plus sie war so oft in Bannern drin. Ich empfehle euch, sie nicht zu holen. Aber mit dem Easy Air am 23. wird die Unit ziemlich, ziemlich strong sein. Gut, so viel zu Vegeta Blue. Kommen wir nach Vegeta Blue zu Int Vegeta Blue. Und ja, da fassen wir das jetzt kurz zusammen. Da habe ich Damage 2, Defense 2 und Utility 2 gegeben. Ich denke, darüber müssen wir gar nicht lang reden, oder? Int Vegeta Blue ist halt das einzige Coole, was an ihm ist. Er hat einen 120% Int-Lead. Kann man mal benutzen für Battlefield. Vielleicht ist das ein Punkt in Utility. Ansonsten Damage-technisch 2 bis 3 Millionen Durchschnittsschaden. Defense-technisch 100 bis 150k oder so in dem Dreh. Also, ja. Ich glaube, da kann ich nicht so viel zu sagen und auch nichts Positives. Bewertung ist 2 von 5. Ja, und das war quasi dann auch meine Empfehlung. Ich sage es euch jetzt einfach nochmal kurz. Ich kann euch empfehlen, Tag Gogeta zu holen. Wenn ihr ihn nicht habt, holt ihn euch, holt ihn euch, holt ihn euch. Dupes machen auch viel aus in Bezug auf Red Zone, aber ich würde euch nur Dupes empfehlen, wenn ihr dann auch 2000, 1500 Coins über habt und wirklich fast die meisten Units habt und euch nichts mit Red Coins holen wollt. Denkt dran, es kommen die Tag Androids bald wieder zurück. Es kommt Super Vegeta bald wieder zurück in den Shop. Super Saiyan 2 Goku Into 3 kommt jetzt demnächst und der wird wahrscheinlich dann auch dieses Jahr wieder zurückkommen. Das heißt, da könnt ihr auch schon mal drauf sparen. Oder vielleicht fehlt euch einer der Worldwide Celebration Units. Die kommen auch bald zum Anniversary. Da solltet ihr dann halt weiter sparen. Schaut aber, dass ihr zumindest mal einen Tech Vegeta habt. In Broly ist eine Option, die ihr euch holen könntet. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Genauso wie Vegeta Blue. Ja, Vegeta Blue ist halt eine alte Unit, hat man schon sehr, sehr oft gepult, ist trotzdem sehr gut. Und die restlichen kann ich euch ja gar nicht empfehlen. Bardock, Vegeta, Vegeta Blue, Int, nee, da verzichte ich drauf. Ich denke, das war eine gute Zusammenfassung. Ihr habt ein bisschen was über die Units gehört. Meine Meinung zu den Units, auch wie ich in etwa sie einschätze, ist eine grobe Zusammenfassung. Schreibt mir gerne rein, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich wollte das Video unbedingt machen, weil es so viele Fragen gibt bezüglich Tech Vegeta. Sollt ihr ihn holen oder nicht? Ja, holt ihn. Holt ihn. The one and only Tech Vegeta. So. Ich wünsche euch was, haut da rein und bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurem Tech Gogeta, denn der wird wahrscheinlich erst wieder zu Otanabata zurückkommen.